Was auch Leute, hier ist wieder Drag Linus mit Let's Replay Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2 mit Folge 36, genau. Wir nehmen ein Item, nämlich eine erstklassige Wundersalbe, denn wir haben als nächstes einen Bosskampf, für den wir voll geheilt sein wollen, nämlich die Rayatai Pain. So. Wir wollen mal sehen, wie wir diesen Kampf schaffen. Als ich das Spiel das erste Mal aufgenommen habe, hat während dieses Kampfes mein Grabber gesponnen. Das bedeutet, nur vom Ende des Kampfes wurden 3 Sekunden rausgeschnitten. Das heißt, dieses Mal werde ich diesen Kampf perfekt aufnehmen. Und guckt euch den Blick von Pain an. Total... Rape Face. Okay, machen wir das. Ikuzo, Sensei. Na toll, jetzt greift er uns mit einer aufgestochenen, tollwütigen Riesenkrabbe an. Wir können sie hauptsächlich von der Seite attackieren oder auch Rasengan. So sollte man aber nicht machen. Man sollte den Attacken lieber ausweichen, versuchen auszuweichen. Ich hatte bei diesem Kampf eigentlich keine großen Probleme beim allerersten Mal. Es gab ein paar Tücken, die man vielleicht so hatte zwischendurch. Aber im Allgemeinen geht das ganz gut. Und von vorne wehrt sie ja meistens ab, deswegen machen wir es von der Seite. Hinten sollte man es nicht versuchen, weil wie man sieht, hat die da eine Schaufmolke und greift dort an. Vorne macht sie auch gerne mal ein paar Angriffe. Deswegen hauptsächlich von der Seite angreifen und wenn sie ins Wasser springt, einfach wieder kommen lassen. Die Kamera schwingt automatisch dort drüber, wo die Krabbe ist. Und dem Vogel natürlich mit Action-Kommandos ausweichen. Beziehungsweise niederstrecken. Der hat ihn voll mit seinen Haaren gebitzlappt. Und jetzt ist er natürlich in einer, gerade betäubt Phase, wie es viele Bosse in vielen Spielen haben. Und das bedeutet einfach draufhauen, ohne Rücksicht auf Verluste. Jetzt sollte man aber wieder ein bisschen aufpassen. Hätte ich zur Seite gehen können. Oder einen Rasengan reinjagen. Hätte auch geklappt. Na gut. Ja, der Vogel hat noch eine zweite Attacke, nämlich die Bombenattacke. Die hat er eigentlich nur im Anime eingesetzt. Dieser Vogel. Neben der Krabbe ist man so ziemlich sicher. Vor den Bomben. Wieso sehen die Bomben ja aus wie übergroße Trauben, finde ich. Und? Das Rasengan auf jeden Fall reinjagen, sogar ein Odama. Sollte sich dich geehrt fühlen, Pain. Beziehungsweise Riesenkrabbe. Kantappa, Kantaka. Nein, Kantappa, Kantappa. So rum geht's. Ups. Ja, Briefbombe, komm. Bumm. Ja, sie hat auch ein paar Angriffe drauf, wo sie mit ihren Scheren schlägt. Aber das haben wir ja schon mal vom Namen gesehen, aber das war jetzt eine Rage-Attacke. Okay, unbegreiflich, warum er die erste Dreiecktaste nicht akzeptierte. Besser. やるな。強せ。また口寄せか。だがこの勝負、わしの勝ちよ。ヤマケンさんは戻れ。いない。 なんだ。久しぶりじゃな、キラヤちゃん。
Kashirani-anesan, douka o chikarazoe o. Das ist der zweite Bosskampfteil, wo wir alle Pains gleichzeitig niederstrecken müssen. Übrigens, wie es bis jetzt aussieht, werde ich den Geheimfaktor auch in diesem Kampf nicht erreichen. Ich weiß nicht, ob ich es beim alten Let's Play geschafft habe. Schade. So, wir haben im Eremitenmodus einige Attacken, aber statt die jetzt einfach durchzugehen, ich kann es ja, zeige ich sie. Wir haben Boss und Mom, Boss mit R1. Mit dieser Attacke, die wir übrigens auch so steuern können. Gut, um mehrere einfach wegzuschleudern. Und dann haben wir Ma'am, Anissa, mit ihrer Zunge. Und ihr seht schon, das zieht einiges ab. Dann haben wir noch die Ölbad-Attacke und eine Feuer-Attacke. Und natürlich noch einige diverse Kombos, die im Sage-Modus natürlich extrem schnell sind, in Kombination mit anderen Attacken gerne mal einzusetzen. Und guckt euch das an. Wumm. Und dann hier Dreieck drücken, um ihn mit einem Rasengan zu finishen. Und das müssen wir bei allen dreien gleichzeitig schaffen, dann haben wir die Phase des Kampfes besiegt. Und es war jetzt nicht schwer. Und Kreis! Beim ersten Mal habe ich den Kampf länger gebraucht. Irgendwie bin ich nicht gut im Drücken heute. あんたにこんな現実があったとはな。さよならだ。終わったの。 さすがリンニガン、しぶとかったな。こんな場所にお呼びしてすみませんでしたの。あとはゆっくり休んでくだされ。わしもこの葉へ戻って。油断はするなとあんたから教わったはずだが、ジライア先生。と。 なんとか、どういうことじゃ。ペインはまだいたというのか。あ、わかりません。さて、そう。ペイン陸道、ここに剣山。バカな。6人？6人もおるのか。よう見てみ。さっきやっつけた3人もおるがな。
なんじゃと？術か何かで復活させたとでも言うのか？完全に死んだやつを三人も生き返らせる術や効はあるかいな？ペイン、お前は一体何者なんだ？ペイン、それは俺たち六人全員を指し示す呼び名だ。お前は、その顔はヤヒか？なぜお前が死んだはずじゃなかったのか？俺にヤヒコの面影を見た。やはりかつての死だけは。なぜだ？なぜお前がリンネガンを持っている？どういうことじゃ、ジュライエちゃん。かつての弟子の一人があの中にいます。ただ、なんじゃと？随分昔のことじゃ。思い違いだったということはないのか？リンネガンは間違いなくナガトが宿していた。この記憶は誤りではありませぬ。じゃあなんじゃ、リンネガンには本物と偽物があるとでも言うんか？いや、さっき戦った奴らの努力は並のものじゃなかった。おそらく新しく出てきた奴らの目も偽物ということはないじゃろう。どうした？偽物。改めて考えると、初めに見たあの男もナガトであるという証拠はどこにもない。いや、むしろわしの知るナガトとは違和感がある。もしわしがただ勘違いをしているだけで、あのナガトが偽物だとしたら、そうだとしたら、今目の前にいる6人の中には、おい、どうした？本物はいない。ジュライアちゃん、何をこそこそと話をしている。今さら策でもあるというのか？だがどんな策を講じたところで結末は変わらぬ。我らが前ではどのような策も通じない。お前たちにはただの死、それだけだ。小僧、体が言うことを聞かぬか？そう。頭と姉さんは逃げてくだされ。ここからはわし一人でいい。おい、何を言っておる？ダメじゃ、ジライアちゃん一人でどうにかなる相手ではない。二人には綱手の奴にペインの情報を届けていただきたいのです。何の情報もなしに帰ったんじゃ、あいつに怒られ。ジュライアちゃん、何、わしもすぐコロハに戻りますので。まさかジュライアちゃん、さっきの攻撃で？そうか、そういうことか。しかしじゃな、小僧、お前一人で到底かなう相手では。母ちゃん、行くぞ。父ちゃん。ジライアちゃんの言うことも一理ある。奴の情報をコノハまで届けることこそ今最も優先すべきこと。それにな、ジライアちゃんはすでに覚悟を固めておる。おと、小僧、まさかお前。そうだ、実は姉さんに折り入って頼みがありましても、わしがこの葉に戻ったら
久しぶりに姉さんの手料理をいただきたいのですが、頼まれてくれますかな。小僧、任せておけ。うまいもんたらふく用意して待っとるで。ありがたい。これで思い切り戦えるというもの。ジライラちゃん、では行ってくだされ。必ず戻ってくるのじゃぞ。ありがとうございました、お二方。カエルを逃がした。これで心置きなくお前とやれる。この状況でまだ強がるか。愚かしいな。お前はわしが始末する。そう言ったはずだ。視界が霞む。腕に力が入らぬ。千人モードでチャクラを使い切り、奴の攻撃で体はガタガタ。まさに満身創痍とはこのこと。だがまだほんの少しでも指先が一つ動く力が残っている限り、わしは諦めるわけにはいかんのだ。さすがは我が師。この状況になっても気迫は衰えない。だが結果は変わらない。あんたはここで終わりだ。結果なんぞいくらでも変えられる。諦めずに前に進む気持ちがあればの。そこまで大口を叩くのならば変えてもらおう。このいかんともしがたい絶望的な状況を。Und so kommen wir zum Finale dieses Bosskampfes. くそ、立ってられん。いかん、目がかすんできやがる。よくここまで粘った。褒めてやろう。だが、自分の言葉は曲げねえ。俺は火影になるまで絶対死なねえからよ。ナルト、賢いってのはそういうことなら、俺は一生バカでいい。お前はどんな時も諦めなかった。ならば、師であるわしが、お前の師であるわしが、諦めるわけにはいかんの。しぶといな。もう諦めろ。
Und damit ist dieser Kampf vorbei. Und mit ihm noch vieles weiteres. Aber das, Leute, sehen wir im nächsten Part von Let's Replay Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2. Bis dann!